Bamberg, ein traditioneller Verkehrsknotenpunkt. Hier halten die Züge aus der Region. Von hier fahren seit Dezember 2017 die ICEs über die Schnellbahntrasse in rund 2 Stunden 45 nach Berlin. Gut 1,5 Stunden schneller als zuvor. Auch ein Regionalzug über Coburg nach Sonneberg benutzt die neue Trasse. Nördlich von Bamberg ab Breitengüßbach ist die Strecke bereits um 2 elektrifizierte Gleise erweitert worden für künftige Geschwindigkeiten bis 230 km/h. Auch die Bahninfrastruktur in Bamberg soll zukunftsfähig gestaltet werden. Auf 2 Gleisen für den kommenden S-Bahn- und Regionalverkehr, auf 2 weiteren Gleisen für den schnellen ICE-Verkehr. Der Ausbau der Eisenbahn Nord-Süd-Achse durch Deutschland geht damit weiter. Der Abschnitt Bamberg ist ein Schlussstein des größten deutschen Bahnmodernisierungsprojekts der letzten Jahrzehnte. Schon in den 90er Jahren gab es Pläne für einen viergleisigen Ausbau im Stadtgebiet. Im Jahr 2012 werden sie wieder aufgegriffen. Der Koordinierungskreis Bahnausbau bündelt die Meinungen der Beteiligten, Bürger, Behörden, Vorhabenträger, Vereinigungen. Ausgangspunkt der neuen Diskussionen im Gremium ist das Verhältnis der Höhe der geplanten Schallschutzwände zu den Sichtachsen durch die Stadt. 9 Varianten werden geprüft und bewertet, 3 kristallisieren sich heraus. Eine Variante mit ebenerdiger Führung der 2 neuen Gleise mit modernstem Schallschutz. Eine Variante mit einem Tunnel im Wesentlichen für den durchgehenden Fern- und Güterverkehr. Eine 3. Variante, bei der die 2 neuen Gleise die Stadt östlich parallel zur Autobahn A73 umfahren. Diese Variante wird vom Stadtrat abgelehnt, da dieser zu große Eingriffe in die Umwelt befürchtet. Betrachtet man die Bewertungskriterien, Kosten, Umwelt, Möglichkeiten für den Eisenbahnverkehr, haben alle Varianten ihre Vor- und Nachteile. Die beiden Varianten Tunnel und ebenerdige Gleisführung betrachten wir näher. Bei der Variante mit ebenerdiger Führung der 2 neuen Gleise werden die 6 vorhandenen, in die Jahre gekommenen Eisenbahnbrücken erweitert und dabei erneuert. Unter anderem an der Forchheimer Straße, an der Geisfelder Straße, an der Mimmelsdorfer Straße. Wichtiger Teil des Projekts: erstmals werden die Anwohner auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen umfassend vor Lärm geschützt, durch modernste, hochabsorbierende Schallschutzwände. Neben diesem aktiven Schallschutz sind passive Maßnahmen vorgesehen: Schallschutzfenster, Dämmlüfter. Um die städtebaulich wichtigen Sichtachsen in der Weltkulturerbestadt zu erhalten, kommen Lärmschutzwände zum Einsatz, die unter anderem transparent, begrünt und in Teilen verkleidet sind. Grundlage hierfür ist der Rahmenplan Lärmschutz und Gestaltungsanforderungen der Stadt Bamberg, in dem auch ein Gestaltungswettbewerb vorgesehen ist. Um den Flächenverbrauch in der Bamberger Gartenstadt so gering wie möglich zu halten, wird bei der weiteren Planung die Linienführung der Verbindungskurve nach Schweinfurt optimiert. Der Freistaat Bayern stellt bei dieser Variante einen 2. S-Bahn-Halt, den Haltepunkt Bamberg Süd, in Aussicht. Bei der Tunnelvariante werden alle 4 Gleise im Tunnel geführt, um maximalen Schallschutz in der Südstadt zu gewährleisten. Der Tunneleingang ist südlich der Eisenbahnbrücke Forchheimer Straße. Die Gleise für den durchgehenden Fern- und Güterverkehr werden in 2 eingleisigen Tunnelröhren auf einer Länge von ca. 4 Kilometern bis zum Bereich des Gleisdreiecks geführt. Der Nahverkehrstunnel, rund 1,3 Kilometer lang, endet kurz hinter der jetzigen Eisenbahnbrücke Geisfelder Straße an der südlichen Anbindung zum Bahnhofsbereich. 3 Eisenbahnbrücken werden ersetzt. An der Forchheimer Straße entsteht das Tunnel-Südportal. Die Brücke wird 300 Meter in Richtung Süden verlegt und neu gebaut. Die Brücken Münchner Ring und Geisfelder Straße werden aufgrund der Tunnelhöhe durch Straßenüberführungen ersetzt. Südlich und nördlich des Fernverkehrstunnels entstehen Lärmschutzwände und passive Schallschutzmaßnahmen. Im Bahnhofsbereich besteht entsprechend der schalltechnischen Untersuchung kein Anspruch auf aktiven und passiven Schallschutz. Die Varianten sind seit 2014 im Koordinierungskreis und auf mehreren Veranstaltungen beraten und erläutert worden, unter anderem auch bei Bürgerversammlungen. Zuletzt im September 2017 bei einem Mobilitätstag auf dem Markt. Im März wird der Stadtrat darüber beraten, welche Variante aus seiner Sicht den Vorzug erhält. Genauso gehört werden Vorhabenträger, Behörden, Vereinigungen und Bürger. Dann wird nach den Bewertungskriterien Kosten, Umwelt, Möglichkeiten für den Eisenbahnverkehr
eine Lösung gefunden. Das Planfeststellungsverfahren soll bis 2021 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten sind in einem Zeitraum bis 2030 geplant. Gebaut wird nach der derzeit modernsten Arbeitsmethode. BIM, Building Information Modeling, ist Bauen in der digitalen Welt. Bamberg ist eines von 13 Pilotprojekten der Deutschen Bahn.